Nun können wir uns der Klasse Rotax DD2 und DD2 Master wieder widmen. Wir freuen uns nach der Mittagspause auf Wertungslauf Nummer 1. Es war Jana Stier, die sich mit der Startnummer 444 im Qualifying durchsetzen konnte. Eine 44.985 reichte aus. 90.000 Sekunden Vorsprung auf Yannick Herrmann auf dem Zweitplatzierten mit der Startnummer 425. Alex Vielenbach und Jan Müller starten von den Positionen 2 und 3. Müller dabei der schnellste Clubsportfahrer der Rotax DD2-Klasse. Hannes Borde und Lennart Schreiber vor Philipp Stern und Alexander Kapper in den Positionen 5, 6, 7 und 8. Vor Danny Schalow und David Haas in den Positionen 9 und 10. Dann Steve Bucher als schnellster Masterpilot vor Konstantin Laube, Klaus Panet und Thomas Moritz als schnellster DD2 Master Clubsportfahrer. Jean-Louis Kaplouik sowie Frank Weidner aus der 8. Startreihe, Johannes Engelking und Michael Reibert in Reihe 9, Sebastian Hotzel und David Oehler vor Christian Prinke und Norbert Laubinger. Das unsere 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die an den Start gehen und jetzt gleich auf die Reise geschickt werden, auf 14 Minuten plus eine Rennrunde mehr. Wer nicht an den Start geht, ist leider David Oehler. Der fehlt uns leider in der Startaufstellung, wird also dieses Rennen nicht starten können. Feld kommt auf Start und Ziel, geht jetzt in Richtung Ampel. Die Ampel ist jetzt ausgeschaltet. Damit ist der Start freigegeben. Sehr guter Start von Jana Stier, die sich durchsetzen konnte. Yannick Herrmann hat da gleich zwei Positionen verloren gegen Alex Vielenbach. Und es müsste Hannes Borde sein, der jetzt plötzlich Zweiter ist. Vom Platz 5 aus gestartet, hat er sich jetzt gleich mal nach vorne gesetzt. Damit Doppelführung aus dem Hause Nice Racing mit Jana Stier und Hannes Borde auf 1 und 2. Dann Alex Vielenbach und Yannick Herrmann. Dann müsste Jan Müller kommen. In der danach folgenden Position. Genau so ist es. Bevor dann Lennart Schreiber sich an der 6. Position befindet. Hannes Borde auf Platz 2 liegend. Hat da gleich einige Meter Rückstand auf Jana Stier. Wir sehen es im Bild. Vielenbach auf 3, Herrmann 4. Müller, Schreiber, Kappa, Stern. Um bis auf Platz 8 runterzugehen. 9. Haas, 10. Schalow. Wir sehen es, wie sich Alex Vielenbach, wie sich Yannick Herrmann und Hannes Borde einen innigen Kampf dort liefern. In die 2. Position. Hannes Borde schmeißt direkt in die Tür zu. Außen herum wird es schwierig, aber nicht unmöglich. Das haben wir auch schon gesehen. Aber erstmal bleibt es dabei. Für einen das Rennen leider beendet, das ist Kappa gewesen. Und auch Thomas Moritz scheint nicht mehr mit der von der Partie zu sein. Wir blicken noch mal so ein bisschen drauf auf die einzelnen Klassen. Da haben wir mit Stier, Borde, Vielenbach die ersten drei in der National-Wertung. Mit Müller, Stern und Laube die drei Clubsport-Schnellsten. Bei den National-Masterpiloten ist es aktuell Kaplouik vor Engelking. Wo ist Panet? Nee, Panet vor Bucher und Kaplouik. So. Auf 1, 2 und 3. An den Gesamtpositionen 10, 11 und 12. Weidner, Hotzel und Laubinger als schnellste Masterfahrer der Clubsport-Variante. Stier vorne unangefochten. Aktuell ist sie dort souverän unterwegs. Hannes Borde, Janik Herrmann und auch
Alex Vielenbach, kommen da nicht hinterher. Jan Müller auch sehr stark unterwegs. Kommen aus Runde 5 wieder. Mittlerweile hat sich Philipp Stern vorbeigeschoben an Schreiber. Damit neu an der 6. Position. Und damit auch in unmittelbarer Schlagdistanz hin zu Jan Müller. Wie an der Perlenschnur aufgereiht sind sie hier unterwegs. Keiner versucht sie wirklich zu attackieren. Wird sich aber mit Sicherheit in den letzten 8 Minuten 45 nochmal drastisch verändern. Umso länger das Rennen wird, umso eher werden wir natürlich dann auch Angriffe gesetzt. Gelingt es Yannick Herrmann vielleicht nochmal eine Attacke zu fahren, muss es fast versuchen. Will er irgendwie noch einmal gegen Vielenbach und Borde sich durchsetzen. Kurzer Blick mal auf die Meisterschaft. Auch da wollen wir natürlich nicht die Augen von verlieren. Da ist Yannick Herrmann, Alex Vielenbach auf 1 und 2. Aber lediglich durch 5 Punkte getrennt.
Jana Stier sehr souverän unterwegs. Da hatte sie ja viel Pech dieses Jahr schon. Ein guter zweiter Rang beim ersten Lauf in Mülzen, wir erinnern uns. Aber sonst immer nur so 5 bis 6 Punkte mitgenommen. Da wäre dieser Saisonsieg natürlich ein sehr guter und schöner Erfolg für die junge Pilotin aus dem Hause Nees Racing. Halbe Sekunde hat Jana Stier Vorsprung auf Hannes Borde, auf Alex Vielenbach und Yannick Herrmann. Starkes Rennen übrigens auch von Jan Müller. Auf Platz 5 liegend. Und souverän von den zweitschnellsten Turmsportpiloten mit der 854 Philipp Stern. Auch da in der Meisterschaft, kurzer Blick hinein in die Clubsportwertung. Ganz vorne Philipp Stern, Konstantin Laube auf 2 und auf 3 Jan Müller. Da sind die drei natürlich auch direkt die richtigen beisammen. Führungswechsel bei den National Master Piloten. Steve Bucher vorbei an Klaus Pane. Da geht es um die gesamt 10. Position. Aber eben auch um die National Master Wertung. Da ist ja Steve Bucher auch Tabellenführer. Klaus Pane nur 2. Zusammen mit Marco Winkler, der aber an diesem Wochenende nicht dabei ist. Deswegen Pane dort Platz 2 übernehmen wird. Dann wäre dieser zweite Rang natürlich sehr ordentlich. Wobei ein Sieg natürlich noch mehr helfen würde. Keine Frage. Alles noch offen. Auch wenn es um die Positionen 3, 4 und 5 geht, dann ist Vielenbach, Hermann Müller noch lange nicht über den Berg. Deswegen der erste Blick jetzt auch mal von Vielenbach. Sehr deutlich zu sehen gerade nach hinten. Jana Stier 1,20 noch auf der Uhr, souverän vorne. So wie es aussieht, gehen wir jetzt noch in die letzten 2,5 Runden.
Und Hannes Borde macht jetzt nochmal ein bisschen die Tür zu. Und zwar in Richtung Jana Stier. Das sind keine halbe Sekunde mehr. Da war Borde wieder ein Stückchen schneller. Kann Hermann nochmal mehr nachlegen? Oder gibt er sich mit Platz 4 jetzt erstmal zufrieden? Mit dem Blick darauf, dass natürlich auch noch ein zweiter Wertungslauf ansteht. Das darf natürlich auch nicht vergessen werden. Jetzt was mit Brechstange und es funktioniert nicht und der zweite Lauf ist in Gefahr. Oder lieber für Platz 4 am Ende ein, zwei Punkte weniger mitnehmen. Dafür dann im Rennen Nummer 2 die sichere Möglichkeit zu haben, nochmal zu attackieren. Es ist die letzte Runde, in denen sich jetzt alle Fahrer bewegen. Jana Stier bis hierhin fehlerfrei. Macht auch auf den letzten Metern einen sicheren Eindruck. Jetzt sind es noch 3 Kurven. 1, Nummer 2. Und dann geht es in die letzte Kurve hinein für Jana Stier und Hannes Borde. Saisonsieg Nummer 1 für Jana Stier. Für Hannes Borde ist es der zweite Rang geworden am Ende. Für ihn auch das erste Mal in diesem Jahr Platz 2. Bestes Saisonresultat. Alex Vielenbach holt zum zweiten Mal in diesem Jahr als bestes Resultat Platz 3. Yannick Herrmann wird mit diesem vierten Rang. Das sind 3 Punkte, die er da auf Vielenbach verliert. Nicht unbedingt zufrieden sein. Aber trotzdem den Blick natürlich aufs große Ganze haben. Eine Frage. Jan Müller, schnellster Clubsportfahrer. Vor Stern und Laube. Bucher am Ende vor Parnett und Kaplihuk auf 2 und 3 auf den Positionen 10, 11 und 12 als schnellste Masterfahrer. Frank Weidner, Sebastian Hotzel sind dann die dahinter folgenden Piloten auf den Positionen 14 und 15 gewesen als schnellste Clubsport-Masterfahrer. Das war also Wertungslauf Nummer 1 der Klasse Rotax DD2 und Masters. Wir freuen uns auch hier auf den zweiten Wertungslauf, den wir am heutigen Sonntag noch erleben dürfen.